Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft Mod-Vorstellung. Und heute stelle ich euch den Timber-Mod vor. Also eigentlich heißt er heute Tree Capiator Mod. Aber irgendwie habe ich nur Mod eingewöhnt und ja, und den stelle ich heute vor. Mit diesem Mod, haben wir schon gesagt, Tree Capiator, können wir damit mit einem einzigen Schlag Bäume abfällen. Und das ist ein bisschen realistischer gemacht worden, also. Ja. Können wir erstmal die Holzaxt, eine Stein, Eisenaxt. Einmal eine Gold. Einmal eine Dia-Axt und das sind die nächste. Und ja. Jetzt werden wir Bäume fällen. Und wir müssen jetzt mal hier hochkraxeln oder sowas. Ganz gut bei zum Beispiel Tropenbäumen. Hat jedoch ein paar Nachteile, nämlich der erste ist zum Beispiel, erstens, es dauert erstmal ein bisschen länger. Achso, wir brauchen übrigens wirklich auch für eine Dingensaxt. Eine Axt dafür. Das geht nicht mit Hand. Ihr seht schon, es dauert ziemlich lange. Ja, das ist zum Baum hier zu fällen. Da komme ich schon. Sehr gut. Aber ich werde alles ab, die ganzen Dinge kommen, ploppen raus und alles das Holz bekommen, was oben war. Erster Nachteil ist, es dauert erstmal Ewigkeiten, also es dauert, ist genau die gleiche Zeit, wie man nötig hatte, einmal alles den eine Axt diesen bauen, dann diesen bauen, diesen und diesen. Das ist, braucht man nicht, aber es ist die gleiche Zeit. Also man erspart sich da nicht an Zeit. Und ich habe relativ sich gleich nochmal abgezogen. Das heißt, 6 Baumstämme gefällt. Dann haben wir hier auch 6 Hyperkraut abgezogen. Komm. Wir jetzt immer bis 1,8. Sehr gut. Das ist Nachteil. Dann gibt es noch die Steinachse, die sind natürlich ein bisschen schneller. Aber trotzdem noch ziemlich lange. Ich denke, das erleichtert ein bisschen Bäume fällen. Dann noch eine Eisenaxt. Noch ein bisschen schneller. Die Eisenaxt glaube ich, sind genauso schnell ein bisschen wie die Hand, oder? Dann gibt es noch eine Goldaxt. Noch ein bisschen schneller gehen. Aber es ist natürlich. Die Axt ist Müll. Cool, jetzt was offen ist. Wenn wir jetzt diesen Block hier abschlagen, fällt das obere ab, aber der untere nicht. Das heißt, man erspart sich eigentlich, wenn man den untersten Block abbaut. Also diesen und nicht diesen. Weil dann muss man 2 Schläge auf einen Baum machen, das ist doof. Dann gibt es noch die Dia-Axt. Das geht dann aber hier am schnellsten. Dann hätten wir das. Hyperkraut wird abgezogen, das ist ein bisschen doof. Ich kann noch ein bisschen eine Story erzählen, nämlich in der, ich glaube, 1.2 Version hatte ich da früher mal. Hätte ich glaube ich auch mal schon drin gehabt. Und da ging es genauso schnell wie normal, also ohne den Timber-Mod, also Bäume fällen. Es ging genauso schnell, aber trotzdem ploppten die ganzen Bäume da raus. Und es hat auch nur einen einzigen Schlag gekostet. Wie ein normaler Baum fällen, nur dass alle geploppt sind. Das war ziemlich besser irgendwie. Aber können wir mal schauen, wie er es findet. Lange dauert und mehr Haltbarkeit. Oder, ja. Und wie die Bäume jetzt sagen, das dauert am längsten. Wo es geht. Gar nicht, ob es rechts auch abgebaut wird. Ja. Dark Oak. Ob einfach mal so gefällt. Wir könnten ja eventuell Spruce Wood setzen. Also hier so ein Spruce. Vielleicht noch ein Jungle. Vor mir. Wollen wir jetzt hier mal so, jetzt hier so ein wo ja so Riesenbäume erstellen. Oder vielleicht so, so ein Jungle Sapling. Ein riesen Dschungelbaum. Falls das geht. Geht gerade irgendwie nicht. Sehr gut. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz in G-Mode 0. Als letztes Mal mit der, komm hier den Bruce.
Hier sieht man das. Dauert verdammt lange. Aber man muss jetzt nicht ganz halt hochbauen und alles und auf dem Boden bleiben. Aber es wurde ein bisschen länger und ja, bitte abgezogen. Wenn man das ganze Holz gesammelt, ich glaube, man kann das Deck ausmachen. Ja. Deck und 24. Und ja, was man eigentlich machen möchte, ist. Dann ganz kurz mal eben wachsen. Und dann, wenn ich jetzt mit der Goldachse hier draufschlage, denn die Haltbarkeit reicht ja nicht aus. Oder dann abbricht. Das geht dann also nur so lange, bis die Goldachse kaputt. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt den Rest hier so machen. Oh ja. Und ich wollte mal den Jungle-Wut-Tier ausprobieren. Ich wollte wegwerfen, das ist nicht nötig. Jim. Jetzt versuchen wir mal hier den Jungle-Baum abzubauen und ihr seht schon, das dauert jetzt wirklich lange. Ich will mal mit Holz abzählen. Ach du Scheiße. Jo. Also heutzutage solltet ihr das nicht abbauen. Also in der 1.5 konnte man genauso schnell den Holzwerk abbauen. Und uns auch. Also ich würde empfehlen, für die 1.2 den Timo-Mod zu wählen. Aber wer spielt heutzutage noch 1.2? Ne? Bei 1.2 war der allerdings cool, hat nur ein 1.2-Paket abgezogen. Und ging ganz schnell. So, jetzt haben wir den Jungle-Bot gefällt. Und hätten wir nun ganz so Holz hier. Also es ist nicht empfehlenswert, wenn ihr im Dschungel spawnt, den Timmermod, den Auftrag zu machen, weil das unmöglich ist. Das geht nicht. Genau, weiter noch hier so ein. Komm hier zeigen, ja hier geht's. Holzachs. Ja, ne? Aber so können wir auf jeden Fall schnell Bäume fällen. Schnell. Müssen halt nicht mehr hochkraxeln oder sowas. Das ist Vorteil. Ah, es zieht sehr viel Zeit an Anspruch und Haltbarkeit geht auch schnell runter. Gut. Das gewesen von dieser heutigen Verstellung. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.